Am 24. Februar 2022 griff Russlands Armee die Ukraine an. Zum traurigen Jahrestag kamen am Opernplatz etwa 300 Menschen aus verschiedenen Vereinen und aus der Politik zusammen. Sie bekundeten ihre Solidarität mit der Ukraine und den vielen vor dem Krieg Geflüchteten. Mein Name ist Lesia Brzezicka und ihr kennt mich als Organisatorin mehrerer regelmäßiger Demos Stand with Ukraine Hannover. Und hier ist Natalia Butic vom Vorstand des ukrainischen Vereins in Niedersachsen e.V. und wie man so bei uns sagt, 24x7 Aktive für die Ukraine. Wir stehen für das Ende des Krieges gegen die Ukraine und für Gerechtigkeit. Die Bilder der russischen Gräueltaten in der Ukraine sind bekannt in der ganzen Welt. Ukraine ist ein souveränes Land mitten Europas mit langer Geschichte eigener Staatlichkeit, Kultur und Sprache, welche sich für den europäischen Weg und Integrität entschieden hat. Der Kriegsverbrecher und Terrorist Putin sowie alle beteiligten Gräueltäter gehören in den Internationalen Strafgerichtshof und sollen für das Völkermord an den Ukrainerinnen und Ukrainern, Folter, Vergewaltigung, Verschleppung auf Schärfste verurteilt werden. Ein Jahr, genau ein Jahr nach dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine steht heute, auch ein Jahr später, Hannover solidarisch an der Seite der Ukraine, an der Seite der Menschen in der Ukraine und aller Menschen aus der Ukraine hier in unserer Stadt. Dieses Jahr hat sich für viele Menschen, leider auch in Hannover, aber insbesondere natürlich in der Ukraine, schmerzhaft eingebrannt. Vor genau einem Jahr, wenige Tage nach dem Angriff Russlands, haben wir die ersten Menschen als Geflüchtete, eine erste Gruppe mit der jüdischen Gemeinde zusammen hier in Hannover willkommen geheißen. Die Kinder hatten nahezu allesamt wunde Füße von kilometerlangen Märschen, um zu entkommen, um Zuflucht zu bekommen, um zur Grenze zu kommen. Und ich sehe heute hier auch viele Mitglieder des Rates der Landeshauptstadt Hannover. Wir haben in einer Ratssitzung meinen Amtskollegen, den Bürgermeister Kiews, Herrn Klitschko zugeschaltet, der uns berichtet hat, wie stark die Zerstörung ist, was das bedeutet für die Menschen, dass die Realität der Menschen dort verschwindet, zerstört wird, das Leben dort vernichtet wird, auch in Kiew. Viele Menschen haben ihre Wohnungen geöffnet, ihre Häuser für die Geflüchteten aus der Ukraine und auch dafür bin ich den Menschen in Hannover sehr, sehr dankbar für diese starke Solidarität. Und ich habe weiterhin zugesichert, dass wir als Solidaritätspartnerstadt weiterhin helfen werden, liefern werden, an Hilfsmittel liefern werden, alles, was gebraucht wird, dort versuchen werden zu unterstützen, um der Stadt und den Menschen zu helfen.